Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor der 31. Runde. Wir spielen morgen gegen den RZ Pellets WRC. Wir begrüßen darf ich heute für den sportlichen Teil Cheftrainer Franco Foda und Thorsten Schick und Marian Weinberger, Brandmanager der Brau-Union. Zuerst noch ein paar Informationen für unsere Fans. Das Spiel wird außerdem präsentiert von Toto. 250 Eintrittskarten werden zur Verfügung gestellt. Pro Toto-Tipp kann sich jeder Fan eine Eintrittskarte in der Gerardigasse heute oder morgen bei den gekennzeichneten Kassen abholen. Jetzt darf ich gleich das Wort an Marian Weinberger übergeben. Bitte schön. Vielen Dank. Also danke mal zuerst für die Einladung. Mich freut es irrsinnig, dass ich heute da sein darf. Und ja, wie Sie vielleicht wissen, haben wir zwei Produktinnovationen, den Buntigammer Freiradler und den Buntigammer Zweiradler seit März im Handel. Begleiten tun wir das alles mit einer Plakatkampagne und auch einer Hörfunkkampagne. Also alle, die im Raum Graz unterwegs waren in letzter Zeit, dürfte das kaum entgangen sein. Und deswegen freut es uns, dass wir morgen das Spiel gegen den WRC ganz im Zeichen des Freiradlers abhalten werden können. Und ja, was ist morgen anders als sonst? Also ich glaube, das Wichtigste ist das hier. Und zwar wird es dazu ein eigenes Dress geben. Nämlich mit dem Sortenlogo vereint mit dem Buntigammer-Logo. Wir werden das Dress ganze zweimal einsetzen. Das heißt morgen am 16. April und dann auch in zwei Wochen am 30. April gegen Ried. Zusätzlich zum Dress haben wir natürlich noch andere Aktivierungen geplant. Also es wird natürlich eine LED-Bande geben und eine Videowall, also einen Spot auf der Videowall. Wie Sie auch sehen, haben wir hier die stillen Logos angepasst. Es gibt natürlich für die Trainer neben der Trainerbank einen kleinen Kühlschrank, wo sie den Freiradler auch sehr gerne entnehmen dürfen. Und sich frisch-fruchtig überraschen lassen dürfen, wie er schmeckt. Wir haben natürlich beide Radlersorten auch im Publikumsbereich erhältlich und natürlich auch im VIP-Bereich. Und zu Spielende werden wir dann an alle Erwachsenen sehr gerne eine Freiradlerdose austeilen. Wir sind an 8 verschiedenen Ausgängen positioniert und wir haben genug Ware mit, sodass alle ja, mit Freiradler versorgt werden und auch Sie, liebe Journalisten, können sich nachher im Anschluss sehr gerne jeweils ein Dreh mitnehmen und zu Hause verkosten. Vielen Dank. Das war der gesellschaftliche Teil, jetzt kommen wir zum sportlichen Teil. Franco, morgen das Spiel, die vergangenen 2 Spiele, 7 Tore, davor 7 Spiele, 2 Tore. Ist der Torknoten geplatzt? Ja, das hoffen wir, dass der Knoten geplatzt ist, aber das habe ich ja schon vor diesen 2 Spielen immer gesagt, dass wir an die Mannschaft glauben, dass wir auch überzeugt sind von der Qualität und klar sind wir alle froh, dass jetzt auch Stürmer getroffen haben, vor allen Dingen auch Eddie, das hat ihm jeder gegönnt und er war sicher der glücklichste Mensch letzte Woche, aber morgen steht wieder ein neues Spiel auf dem Plan und da müssen wir wieder alles investieren, wir müssen wieder am Limit agieren, um dieses Spiel dann morgen gewinnen zu können. Thorsten, du warst letztes Spiel wieder zurück nach deiner Verletzung. Die Mannschaft hat Geschlossenheit gezeigt. Wie hat sich das angefühlt für dich, wieder am Feld zu stehen? Ja, erstens mal war ich wieder froh, dass ich soweit schmerzfrei bin, dass ich wieder am Mannschaftstraining teilnehmen kann. Der Trainer hat dann in Roben und mich noch nach einer Woche Mannschaftstraining wieder mit im Kader genommen. 4 Wochen ist jetzt nicht so lang, dass man weg ist, dass man das Mannschaftsgefüge jetzt nicht mehr kennt, sondern wir waren ja trotzdem jeden Tag beim Training dabei und es war einfach von der ersten Minute weg, hat man einfach gemerkt, dass eine riesige Geschlossenheit in der Mannschaft diesmal herrscht und wir wollten unbedingt das Spiel gewinnen und die Mannschaft hat das dann sehr gut umgesetzt und ich bin natürlich froh, dass ich dann noch ein paar Minuten reinschnuppern habe können und ja, das braucht jetzt noch ein bisschen, bis ich dann die Kraft für längere Zeit habe, aber das Wichtigste ist jetzt einfach immer, dass ich schmerzfrei bin und das passt soweit. Ich bitte um Ihre Fragen an alle 3. Bitte das Mikro verwenden. Du hast hineingeschnuppert, könnte es sein, Frage an beide oder vor allem an den Trainer, dass der Thorsten jetzt von Anfang an hineinschnuppert gegen den WRC? Ja, also wir haben
heute noch eine Trainingseinheit und morgen. Und wie immer werde ich dann am Samstag entscheiden, wer dann von Beginn an auflaufen wird. Klar, Thorsten war längere Zeit nicht beim Training, auch verletzt und hat jetzt wieder eine Woche mehr absolviert. Und insofern wäre es schon möglich, dass er schon eine längere Zeit zum Spielen kommen könnte. Aber ob er dann von Beginn an spielt, das entscheide ich dann morgen. Ich frage die Frage anders. Gibt es überhaupt einen Grund, die Startformation zu ändern? Ja, es gibt immer Gründe. Ja, man bereitet sich ja auf jeden Gegner auch etwas anders vor. Man versucht, die Schwächen zu erkennen und sie dann selbst auszunutzen, dass wir dann auch die Schwächen des Gegners ausnutzen. Und Tancho ist angeschlagen, wird also definitiv morgen nicht spielen können. Und also da werden wir auf jeden Fall schon mal einen Wechsel vornehmen. Und ansonsten, klar, die Mannschaft hat letzte Woche 30 Minuten sehr gut gespielt. Aber wir hatten auch doch 30 Minuten Leerlauf, ja, wo wir zu passiv waren, vor allem im Spiel gegen den Ball. Wir haben auch dem Gegner zu viel Ballbesitz gewährt. Und das war auch nicht so geplant. Das müssen wir viel besser machen. Das bedeutet, dass ich nicht mit allem zufrieden war. Und insofern gibt es schon auch die Möglichkeit, man lässt auch die Trainingseindrücke, die nimmt man mit hinein, was die ganze Woche über geschehen ist. Insofern hat immer jeder die Möglichkeit, dann sich auch für das Wochenende zu qualifizieren. Ich bleibe gleich drauf. Trainingseindrücke, wie viel Spaß hat es gemacht, jetzt nach 2 Siegen wieder zu trainieren? Auch die Frage an dich. Ist das ganz was anderes? Also generell hatten wir immer Spaß, auch in der schwierigen Situation, wo wir im Prinzip zu wenig Punkte geholt hatten. Aber in der Phase war es ja auch so, dass wir trotzdem in vielen Spielen haben wir über weite Strecken eine gute Leistung abgerufen. Wir hatten viele Torchancen, wir haben viele Torchancen herausgespielt, nur die haben wir leider nicht genutzt. Und insofern war der Spaß eigentlich immer da und wir machen das nicht davon abhängig, ob wir dann Spiele gewinnen oder nicht gewinnen, weil es gehören einfach auch Niederlagen zum Fußball dazu. Und die Mannschaft hat trotzdem immer gut gearbeitet und sie wurde jetzt in den letzten 2 Spielen dann auch dafür belohnt. Ja, stimmt, was der Trainer gesagt hat. Also wir sind eine Mannschaft, dass sie, glaube ich, wirklich gut alle untereinander verstehen. Also die Geschlossenheit ist sonst immer da. Der Spaß ist bei uns auch nicht so kurz. Also wir wissen schon, wann es ernst wird und wann nicht. Also wir haben auch mal Gespräche, wo wir dann, wenn nach Niederlagen mal Sachen nicht passen, muss man dann klipp und klar ansprechen. Aber das hat, glaube ich, das eine nichts mit dem anderen zu tun. Wenn wir am Platz draußen sind, probieren wir Spaß haben, dass das Training einfach ein bisschen leichter zum Erledigen ist. Und ja, am Wochenende ist dann einfach wieder ernst an und nach dem Spiel können wir feiern und lustig sein, wenn es passt. Aber ich glaube, da findet man schon eine gute Mischung. Weitere Fragen? Frank, die letzten beiden Spiele gewonnen, du hast aber angesprochen, es waren 30 Minuten und Anführungszeichen Leerlauf dabei. Wolfsburg ist die letzten 9 Spiele ungeschlagen, das heißt, diese Leerläufe sollte man sich wahrscheinlich nicht leisten wollen. Ja, das ist richtig. Ja, wir haben im letzten Spiel 2-0 geführt, waren klar die bessere Mannschaft und haben durch einen individuellen Fehler ein Gegentor erhalten, was da beim Spiel passieren kann. Und dann hat uns dann etwas die Leichtigkeit gefehlt im Spiel. Wobei solche Situationen ja nicht nur uns passiert. Also ich glaube, gestern Abend war ja der beste Beweis beim Spiel Liverpool gegen Dortmund. Dortmund, absolute Topmannschaft, 3-1 geführt, eigentlich wieder sichere Siege ausgeschaut und bekommt dann ein Gegentor. Auf einmal wurden sie unruhig und haben letztendlich das Spiel noch verloren. Das sind halt Phänomene im Fußball, die man manchmal auch nicht erklären kann, warum das so ist. Aber was dann wieder positiv war, dass wir dann auch in den letzten 10 Minuten dann wieder in unser Spiel gefunden haben und sind wieder zurückgekehrt und haben Gott sei Dank dann auch noch 2 Tore erzielt, was ja auch eine Stärke von uns ist, dass wir eigentlich immer bis zum Ende an einen Sieg glauben oder die Mannschaft an einen Sieg glaubt. Und insofern konnten wir dann auch schon einige Tore in den letzten Minuten erzielen. Ja, WAC, klar, ich würde es nicht als Lauf bezeichnen, sondern da steckt harte Arbeit dahinter. Und mit Heimo haben sie eine gewisse Stabilität bekommen, auch in der Defensive. Bekommen wenig Gegentore und ja, es wird sicher ein interessantes Spiel. Aber wir spielen zu Hause. Und wir wollen auf jeden Fall nachlegen. Wir wollen unbedingt dieses Spiel morgen gewinnen mit aller Macht. Und dafür werden wir auch alles investieren, was in uns steckt. Du hast jetzt das Spiel Liverpool gegen Dortmund angesprochen. Es war gestern für mich faszinierend, die Begeisterung der Zuschauer, der Fans.
Liverpool war 0-2 hinten, war 1-3 hinten, aber die Fans, die haben die Mannschaft nach vorne gepeitscht. Jetzt die Frage an euch beide, Thorsten und Franco. Wenn man jetzt die Fans, die Sturmfans am vergangenen Wochenende gesehen hat, man ist 2-0 in Führung, es wird nicht applaudiert, kommt kein Applaus von den Rängen. Wie geht es einem da, wenn man das gestrige Spiel sieht und an das Spiel in der vorigen Woche zurückdenkt? Ja, es ist ja nicht ganz richtig. Also es waren ja schon auch Fans im Stadion, die die Mannschaft unterstützt haben. Es waren ja nur einige, die davon Abstand genommen hatten. Und ja, letztendlich müssen wir mit der Situation leben können. Ich glaube, das macht die Mannschaft relativ gut. Für uns ist das Wichtigste, dass wir immer versuchen, auf dem Platz die Leistung abzurufen, die an diesem Tag in uns steckt. Es gibt halt immer noch einen Gegner, der ja auch Spiele gewinnen will. Und, aber klar, am besten ist es, wenn die Mannschaft von allen Fans zu Hause unterstützt wird, dass man einfach ein Gefühl hat der Gemeinsamkeit. Weil letztendlich sitzen wir alle im Boot. Ja. Wir wollen alle für den Verein, für Sturm Graz das Beste geben. Und hoffe, dass dann das auch morgen der Fall sein wird. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wenn ihr morgen nachlegt gegen den WRC, wäre es der dritte Sieg in Folge. Das hat es zuletzt gegeben vor knapp einem Jahr, wenn ich mir jetzt geschaut habe. Wie wichtig wäre das jetzt, wenn man sich das überlegt, dass das eben schon eine Zeit lang her ist, dass man 3 Siege in Folge feiert? Wie wichtig sind solche Miniserien? Also vor zwei Wochen war es, haben wir in Kröte gespielt und da haben wir auch alle gesagt, wie wichtig ist das Spiel. Und Gott sei Dank haben wir das Spiel gewonnen, sonst ja, wäre die Tendenz in eine andere Richtung gegangen. Man hat ja auch danach gesehen, dass Kröte in Wien gewonnen hat. Das ist auch das, was ich schon die ganze Saison versucht habe auch zu predigen, dass die Liga sehr ausgeglichen ist, dass jeder jeden schlagen kann. Und ich glaube, wir tun alle gut daran, dass wir vor jedem Gegner Respekt haben. Das ist, glaube ich, extrem, extrem wichtig. Und ja, in dieser Phase der Meisterschaft zählen einfach Punkte, Siege, ja, weil es gibt immer weniger Spiele. Und insofern, klar, ist jetzt mal unabhängig davon, ob wir dann das dritte Spiel in Serien gewinnen könnten. Aber wichtig ist einfach, dass wir morgen zu Hause spielen und wir einfach dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen. Gibt es noch eine Frage? Wenn können wir nur noch mit den Dressen? Sehr gerne. Wenn es keine Frage mehr gibt, dann lade ich Sie noch ein, einen Tray mitzunehmen und auf den Fototermin. Dankeschön.